Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Der Geheimcode meines Schließfaches ist eine dreistellige Zahl. Die Ziffern sind alle ungerade und verschieden. Die aus den drei Ziffern gebildete Zahl ist Vielfaches von 5, von 7 und von 9. Frage, wie heißt dieser Code? Der Code ist eine dreistellige Zahl. Diese Zahl muss teilbar sein durch 5, was bedeutet, dass die Einerziffer 0 oder 5 sein muss. Da diese Einerziffer aber ungerade sein muss, kann es nur die 5 sein. Für die zwei anderen Ziffern haben wir diese Möglichkeiten. Die 5 ist nicht mehr enthalten, da sie ja schon hier steht. Schauen wir jetzt, wenn die 100er Ziffer 1 ist. Dann haben wir als erste Möglichkeit 135. Aber 135 ist nicht teilbar durch 7. Also geht das nicht. Nächste Möglichkeit ist 175. Aber 175 ist nicht teilbar durch 9. Die nächste Möglichkeit wäre dann 195. Aber 195 ist nicht teilbar durch 7. Also kann diese 100er Ziffer nicht die 1 sein. Dann versuchen wir mit 3. Die erste Möglichkeit ist 315. Und 315 erfüllt alle angegebenen Kriterien. Also ist die Antwort 315 und die Aufgabe ist schon beendet. Die nächste Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.